Ja, jetzt schauen wir uns das Bild mal näher an, was uns das sagt. Ich gucke noch kurz auf die Rückseite, weil manchmal gibt es da versteckte Bezeichnungen, Signaturen. Es gibt Klebezettel von ursprünglichen Ausstellungen oder irgendwelche Hinweise, aber ich bin da ganz vorsichtig am Drunterschauen. Nein, es gibt nur eine Inventarnummer und die Größenangabe. Also, da kommen wir nicht weiter. Wir drehen es mal um. Was auffällt erstmal, ja, die Signatur Hilpert 63. Und Hilpert sagt mir jetzt erstmal nichts. Es wird die Suchmaschinen losgelassen und da kommen mehrere Namen raus. Maximilian, Maximilian oder Max Hilpert. Man kriegt ein paar Angaben im Netz. Er ist am 28. Mai 1928 in Winterthur geboren, hat unter anderem in Neapel und in Paris studiert, und zwar an der École de Paris. Er hat sich dann mit anderen Künstlern auf dem Montmartre verbunden, hat sich mit denen ausgetauscht. Also er war in der Kunstszene auf dem Montmartre verankert, hat eine wichtige Ausstellung 1950 in der Schweiz. Denen folgen weitere Ausstellungen in Luzern, in Zürich, in Paris, in Berlin und in Johannesburg. Ja, Tokio, Stockholm, New York folgen. Also der Künstler Maximilian, ich nenne ihn jetzt Max Hilpert, ist verankert in der Kunstszene. Er hat dann in den 1970er Jahren verschiedene Staatsaufträge in Südafrika und in Mauritius. Und da findet man sogar Aufträge für Briefmarken oder die Korallenriffe vermisst er oder malt sie. So, eigentlich ein bisschen merkwürdig, aber immerhin. Dann versteigert die Galerie Fischer 1992 in Luzern ein Aquarell. Ja, und dann sagt er mal selber, ich habe ein Zitat gefunden, da sagt er: Infolge ständigen Aufenthalts im Ausland war ich viel zu wenig bekannt in der Schweiz. Das trifft jetzt wirklich zu. Und dabei hat er ganz, ganz spannende Bilder gemalt. Sie sind surrealistisch, mystisch, magisch. Ich meine, wir stehen auf der Erde, auf unserer Erde, auf unserem Planet. Man sieht das ein bisschen leicht gewölbt. Dann haben wir so 4,5 kahle Bäume. Das ist übrigens ein Motiv, das kommt immer wieder vor bei Hilpert. Ich habe bislang noch kein Werk entdeckt mit Blättern dran. Und dann hängen oftmals Planeten, entweder einer oder mehrere Planeten, man kann schon fast sagen, herum. Also entweder haben die sich in den Bäumen verfangen oder bevölkern den Himmel. Und das ist sehr mysteriös, weil die Lichtquelle ist mir auch nicht so ganz klar. Lichtquelle heißt, der Planet, ja, so aussieht wie ein Schweizer Käse durchlöchert, der wird von unten bestrahlt oder von vorne, also irgendwie merkwürdig. Dieses All und dieses Universum ist spannend gemalt, endlos riesig und mit vielen, vielen Sternen oder Galaxien, wirklich spannend. 1963 hat mich da noch interessiert, das ist ein Jahr, wo die damalige Sowjetunion einen Kosmonaut und eine Kosmonautin ins All schickt, und zwar für einige Tage. Und auf Puerto Rico wird das zweitgrößte Radioteleskop installiert, um Außerirdische zu finden und einzufangen. Und ich frage mich, hat das Hilpert eingefangen? Hat das Hilpert gewusst? Hat er das Zeitgeschehen verfolgt und dann so dieses mystische, dieses damals Spektakuläre, das durch die Zeitungen und durchs TV geisterte, kann man Außerirdische entdecken? Hat er daran teilgehabt und hat das in eigene Bildsprache umgesetzt? Und welche Visionen haben ihn da geleitet und eigene Träume? Und was auch noch spannend ist, 1963 formuliert Martin Luther King den berühmt gewordenen Satz »I have a dream«, »Ich habe einen Traum«. Wir wissen nichts weiter über
Max Maximilian oder Maximilian Hilpert. Und wir wären sehr, sehr froh, wenn wir weitere Hinweise bekommen könnten. Wir haben das Einwohneramt in Winterthur befragt, die wissen nichts. Hilpert wäre jetzt weit über 90. Lebt er noch? Wo lebt er? Wenn er gestorben ist, wo ist er gestorben? Wir haben einige Werke auf Art 24, die es zu entdecken gilt. Wunderbare, visionäre, verträumte Werke. Und wir wären dankbar über jede Hinweise. Und ja, ich frage mich auch, welche Visionen löst dieses Bild bei euch aus? Welche Träume? Meine verrate ich nicht an dieser Stelle. Aber wir sind sehr glücklich über viele Feedbacks jeglicher Art und freuen uns auf Kommentare in der Kommentarspalte.